Sturmbannführer, diese Gefangenen wurden am Botanischen Garten festgenommen. Anscheinend haben sie etwas gesucht. Diese beiden sind Rote, weigern sich aber zu reden. Der dritte sieht nach einem Ranger vom Orden aus. Ein Mutant von der Größe eines Kindes wurde in ihrer Nähe erwischt. Er wurde ebenfalls als Rache ausgeliefert. Darum kümmere ich mich später. Der hier? Vermutete Mutation. Nein, ich bin normal. Seht ihr? Zwei Arme, zwei Beine, 10 Finger. Versteht ihr nicht? Ich bin ein Bürger der Hanse. Körper halten! Du bist hier nicht in der Hanse. Hier wirst du verdächtigt, fehlerhafte Gene zu verbreiten. Und das ist deine Prüfung. Wenn dein Schädel die richtigen Proportionen hat, kannst du gehen. Wenn nicht, bist du eine Abscheulichkeit. Wissenschaft, verstehst du? Das ist ein Skandal! Ich hab dir gesagt, du sollst stillhalten. Und? Mal sehen. 318 Millimeter mal 302. Gucken wir mal in die Tabelle. Oh, Glückwunsch! Du bist ein Mutant! Nein! Zum Müllschlucker. Eine einfache Frage. Welchen Auftrag hattest du im Garten? Fahr selbst zur Hölle! Faschist! Puh. Ich zähle bis 3. 1. Die rote Linie lebe hoch! 2. Lang lebe Genosse Moskwitz! 3. Bitte, ich rede auch, aber nichts von den anderen, ja? Die bringen mich um, wenn sie das hören, okay? Bringt den hier zur zweiten Einheit. Normalerweise mischt sich das Reich nicht in die Angelegenheiten des Ordens ein. Aber hier haben wir euch, die Roten und den Freak, alle zusammen im gleichen Netz gefangen. Das gefällt mir nicht. Also rede, oder du kriegst eine Kugel ins Hirn. Auf den Offizier! Hier, nimm das Messer. Behalte es. Du gehörst also zum Sparta-Orden. Ich bin von der roten Linie. Unsere Vorgesetzten verstehen sich nicht besonders was. Aber ich würde sagen, scheiß drauf. Halten wir zusammen, ha? Dabei. Ich verstehe. Ein ferngesteuertes Schloss. Eines ist sicher. Wir kommen hier nur lebendig raus, wenn wir zusammenarbeiten. Gut, also, was hatten die über den Müllschlucker gesagt? So, Leute, ich heiße euch wieder recht herzlich willkommen zurück zu Metro Last Light. Wir sind hier jetzt halt gefangen genommen worden im letzten Part. Okay, verschwinden. Und sind jetzt hier in dieser Verhörkammer rausgekommen. Mal schauen, wie es jetzt hier weitergeht. Ich bin gespannt, das ist unser neuer Freund. Yeah, Kinder, ab ins Kinderparadies. Komm. Siehst du die Rohre? Das ist ihr Notfallplan. Wenn es einen Aufstand oder eine Flucht gibt, öffnen sie einfach das Ventil und verwandeln das Gefängnis in eine große Gaskammer. Verdammt. Die haben von ihren Vorfahren einiges gelernt. Psst. Wir gehen, sobald der Aufzug weg ist. Guck dich vielleicht lass mal. Lass uns aufbrechen. Gute Güte. Ich habe Gerüchte von so einem Gefangenenlager hier gehört. Aber es mit eigenen Augen zu sehen... Mein Gott. Auf der anderen Seite ist ein Tunnel. Okay, ich gehe vor, du folgst mir. Und jetzt bleib leise, sonst erledigen dich hier alle. Lass uns aufbrechen. Bleib vom Licht weg und in den Schatten. Die Schatten sind ein bisschen... War klasse. Da haben sie uns wohl. Lass uns aufbrechen. Gute Güte. Ich habe Gerüchte von so einem Gefangenenlager hier gehört. Toll, haben sie uns eiskalt erwischt. Augen zu sehen. Mein Gott. Auf der anderen Seite ist ein Tunnel. Ja, ich weiß. Okay.
Ich muss im Schatten bleiben. Du folgst mir. Und jetzt bleib leise, sonst erledigen dich hier alle. Lass uns aufbrechen. Bleib vom Licht weg und in den Schatten. Die Schatten sind dein bester Freund. Boah, Glück gehabt. Okay, da. Anscheinend haben wir das hingekriegt. Schauen wir mal. Ich finde diesen russischen Dialekt so geil. Ach, Mist. Pech. Wackelt nicht einmal ein bisschen. In Ordnung. Da kommen wir also nicht durch. So viel wissen wir jetzt. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Voll der Monolog, was, ey. Was, wenn... Hey, hey, heb mich mal hoch, ja? Ja. Komm hoch. Schlaues Bürschchen. Komm hier hoch. Psst. Jetzt hör zu. Du so, als wärst du eine verdammte kleine Maus. Geh runter und mach keine plötzlichen Bewegungen. Und jetzt vorsichtig, ja? Du kannst nur Schaden anrichten. Wir schützen unschuldige Leben, indem wir dich einfach erschießen. Nein, wir werden ihn nicht erschießen. Danke, Herr Oster. Bewegung! Danke. Unser Anführer sagt, das Erschießen sei für Mutanten. Einwandfrei. Ich habe nichts Besseres verdient als mir noch. Ja. Dann sieht das auch noch gut aus. Weißt du, ich stimme dem Anführer da nicht ganz zu. Der Anführer ist unfehlbar. Okay, du nimmst den rechten, ich den linken. Ich lenke meinen ab und du erledigst deinen. Verstanden? Also los. Aber nicht so früh anfangen, ja? Was können wir denn? Los! Du kannst ein Messer benutzen, um die Gegner entweder zu töten. Gegner zu töten. Drücke E, um ihn auszuschalten. Ja, töten wir mal. Er würde quietschen. Hey, hörst du mich? Sieh mal, da ist ein Hebel. Er löst ihn. Zieh mal, mal schauen, was passiert. Schnapp dir so viele, wie du kannst. Top. Wir sind sowieso erledigt. Los. Damit erreichst du nichts, außer dass wir alle getötet werden. Okay, schraub die Glühbirne raus. Wo soll ich denn jetzt hier weiter? Okay, den töten wir. Den tun wir mal ausschalten, ne? Als wenn wir für dich etwas... Alarm! Ihr Arschlöcher! Die haben euch gesehen! Warum müssen die... Verflucht! Werden mich hier gesehen? Gott, warum ist das Spiel schon so schwer? Du gehst auf diese Seite. Vielleicht kannst du dort hochklettern. Oben treffen wir uns dann. Hey, Spartaner! Hals- und Beinbruch. Die Mistkerle stecken uns alle hier. Bitte schau nicht rüber zu mir. Jammer nicht. Du bist bald draußen. Werden wir alle sein. Essen. Hunger. Ins Gesicht. Hab ich ihn gut abgelenkt oder was? Nun, junger Mann, wie ich sehe, bist du nicht hier, um eine Spaziergang zu machen. Da ist ein Schaltbrett oben im Wachraum. Im Wachraum. Was sagst du? Du hast ihn freigelassen? Hast du den Verstand verloren? Ich weiß nicht. Ich habe ihn angeschaut. Irgendwie schauen auch nicht mehr so gesund aus. Dieser Händler von der Hansa. Oh, oh. Was abartig. Habe ich einfach. Zeig mir die Patronen. Klar. Hier, guck. Ich bin auch bereit zu teilen. Ist zu viel für einen alleine. Sag's nur nicht dem Oberscharführer. So, so. Warum laufen Sie hier rum? Es ist nur, dass unsere Schicht zu Ende ist. Dann haben Sie hier nichts mehr zu suchen. Oh Gott. Ja, Oberscharführer.
C-Messer werfen. Okay. Eintrag 1, Pavel. Pavel, Eintrag 1. Der tote Botanische Garten war immer ein tödlicher, verlassener Ort. Stalker haben ihn immer gemieden, selbst bevor die Schwarzen ihre Stadt dort gebaut hatten. Ich war die einzige Person auf der Welt, die voller Erwartung dorthin ging. Aber dieses Mal waren auch ein paar Stalker vom Reich dort. Entschuldigung. Diese Volkspuristen verlassen sonst fast nie die Station in der Mitte der Stadt. Wonach suchten sie in den schwellenden Überresten des Gartens? Und warum hatte Anna mir nicht geholfen? Millers Tochter würde doch niemals einen Kameraden verlassen. Was, wenn auch sie gefangen genommen worden war? Sie ist ein derber Wildfang und scheint mich bis ins Mark zu hassen. Da ich nicht wie Hunter bin, aber ich mache mir Sorgen um sie. Das ist so geil. Noch ein Messer. So, dann schauen wir mal, wie das Messerwerfen so klappt. Ich dachte schon, uns ging es schlecht. Glück gehabt. Da oben ist auch noch einer. Danke. Gut gemacht. Ein echter Hit. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sie die Luftschleuse von der anderen Seite aufmachen. Dieser Knopf an der Wand ist für das Intercom. Drück ihn mal. Na los, drück ihn. Verstecken? Ich verstehe nicht, was ich hier... Ah, da oben tut sich was. Was ist das für ein Witz? Komm schon aus deinem Versteck. Fritz, bist du das? Doch mal. Beim nächsten Mal mache ich nicht auf. Das ist überhaupt nicht lustig. Na gut, lass uns. In die Luftschleuse, sofort. Lass uns raus, lass uns raus. Da oben ist ein Schaltbrett. Damit kann man alle Zellen öffnen. Ich halte es hier nicht mehr aus. Schlüssel, mach sie zu. Ich will leben. Ich will leben. Was zum Teufel frisst? Lass uns raus. Wo ist ein Schaltbrett? Lass uns vor, was mehr kommen. Wie soll das machen? Das Schaltbrett ist da oben im Wachraum. Denk doch mal nach. Lass uns von hier verschwinden. Schließ die Luftschleuse. Da ist der Wachraum. Hey, gut, da komme ich nicht hin. Sonst hätte ich die selbstverständlich freigelassen. Und jetzt geht der Spaß erst richtig los. Hier, fang! Schöne Uhr. Ah, diese kleine blaue Anzeige. Sie geht an, wenn du zu sehen bist, was? In Ordnung. Vor uns werden wohl noch mehr Wächter sein. Aber hier können die kein Gas einsetzen. Wir können also beruhigt sein. Ach, ich wünschte, ich hätte eine Granate. Du nimmst den unteren weg. Ich gehe oben und gebe dir Deckung. Wie sieht's aus mit Deckung? Tötest du auch solche? Oder muss ich das wieder selber erledigen? Einer erledigt. Sehr gut, ich muss Munition sparen. Jetzt habe ich eine Taschenlampe. Sehr schön. Vorsichtig. Das war mal ein Fail Deluxe, was?
Klasse, ich blink jetzt schon, kann alle rot und sterb wahrscheinlich gleich. Ich brauch ein Medipack, gibt's hier keins? Ah. Hast du die Typen in den Zielen gesehen? Gute Güte, die meisten von ihnen sind entstellt. Ach, da muss ich hin. Sag halt was. Flucht aus dem Gefängnis der Faschisten könnte mit "Der Feind meines Feindes ist mein Freund" betitelt werden. Der Name des Freundes ist Pavel. Er hat einen Aufklärungstrupp der Roten angeführt, der von den Faschisten ausgelöscht wurde. Ich habe die Kommunisten nie sehr gemocht, aber Pavel verhält sich wie ein echter Held. Das ist schön. Schauen wir, wie es weitergeht. Und wie geht es dir, Kumpel? Alles klar? Ach, du bist echt hart. Kein Wunder, dass ich dich zu einem Ranger gemacht habe. Da blinkt's. Wieder lesen. Der Schwarze war hier, im Konzentrationslager des Reichs, aber er ist schon lange weg. Tja, das bedeutet, dass ich ihm folgen muss. Der Auftrag von Miller steht noch immer. Ich werde den Schwarzen finden. Und dann werde ich entscheiden, was zu tun ist. Wenn der Faschistenarsch die Wahrheit gesagt und die Kreatur wirklich an Händler der Hanse verkauft hat, kann der Schwarze jetzt überall sein. Die Hanse besetzt die Ringlinie der Moskauer Metro und ist ein Bündnis aus Handelsstationen. Da fahren noch immer normale Güterzüge und Passagierkarawanen. Der Schwarze könnte es innerhalb eines Tages zur anderen Seite der Metro geschafft haben. Vielleicht habe ich seine Spur schon verloren. Ich weiß nicht, wie der Schwarze Folter und Hinrichtung entgangen ist. Die Faschisten hängen die Leute normalerweise schon, wenn ihr Kopf die falsche Form hat. Eine Kreatur wie der Schwarze sollte für sie als die Verkörperung des Bösen und der Korruption dastehen. Also das sind schon ein bisschen durchgeknallte Vögel hier alles. Wie ist denn das eigentlich so für euch von der Helligkeit her? Weil also für mich ist es perfekt. Keine Frage, aber für euch weiß ich halt nicht, müssen wir mal schreiben. Bevor wir jetzt hier hochgehen, machen wir an der Stelle hier einen Break. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen, wünsche euch wie immer einen schönen Tag, macht's mir gut und auf Wiedersehen, ich bin's, euer Flashy. Tschüss.